möchte euch mal ein Spiel vorstellen, das nennt sich Schiffe versenken. Das kennen die meisten noch aus der Schule, ist so ein klassisches Pen and Paper Spiel. Und ja, eigentlich so wie es halt sein soll, so ist es auch. Kann hier den Gegner auswählen, je nach Schwierigkeitsgrad, kann die Flotte auswählen. Man kann sagen, ob man selbst die Schiffe positionieren möchte oder ob es der Computer machen soll. Machen wir Start. Jetzt können wir die Schiffe setzen. Unsere Flotte, wir haben eine kleine Flotte ausgewählt. Das können wir hier auch drehen. So, dann haben wir hier noch ein U-Boot, das können wir auch setzen. Ein kleines Patrouillenboot und noch ein Patrouillenboot. So, wenn wir die gesetzt haben, dann geht es auch schon los. So, Spieler fängt an. Und ich wähle mein erstes Sechsfeld aus und schieß mal dahin. Leider war nur das Wasser getroffen. Und der Gegner hat mehr Glück gehabt, der Hans, das ist ein alter Hund. So, man bekommt für jede Aktion auch Geld. Und zum Schluss wird dann gegengerechnet, wer was bekommen hat. Ja, so geht es jetzt noch weiter, bis halt der erste fertig ist. Ich breche hier mal ab. So, hat hier Credits, klassisch, man kann die Musik an- und ausschalten, die Soundeffekte, Statistiken gibt es auch und ja, das war es dann eigentlich schon. Ein kleines Spiel, macht Spaß, gibt es für Android, für iPhone und für Windows Phone. Danke.